Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in Thüringen 2, Version 2.01, glaube ich. So, und wir werden heute Felder bestellen. Und sobald das trocken ist, werden wir ja die Ernte durchführen. Feld Nummer 12, 60 und 21. Bei der 60 fangen wir an. Da sind Sonnenblumen drauf und bei der 41 sind bis zur Verdauung. Da werden wir die beiden Felder anfangen zur gleichen Zeit. Alles vorbereitet, Abfahrer ist da und die Maschinen sind da zum Dreschen. So, jetzt können wir gucken bei den Kühen. Putzen, Pflege. Oh, Silage faul, 1 Million. Und Gras 107. Und Heu. Heu haben wir auch fleißig. Und wir haben noch, müssen noch Diesel einfüllen. Oh. Wir haben noch Gras. Oh, wir haben wieder Mist. Da müsst ihr mal sehen, dass wir die neuen. Die beiden werde ich verkaufen. Ja. Herkriegen. Bei der Ernte ist er blöd. Aber wie gesagt, hier haben wir ein neues Förderband da. Da gab es einen kleinen Tipp. Förderband zu zählen. Müssen wir gucken hier, wo das ist. Da ist nicht drin. Nicht. Ich habe es eigentlich reingetan. Grimme, Glas. Muss ich mal offline suchen. Muss ja als Mod zu sehen sein, ne? Das wird ja nichts. Gut, dann schaue ich später nach. Die müssen wir sehen, dass wir hier von rauskriegen. Bei uns sieht schon wieder schlecht aus mit dem Förderband. Denn die BGH muss ja versorgt werden, das ist ja auch nichts. Hier war die Meldung, dass Dünger 6%. Das könnte vielleicht reichen für das Feld. So ist optimal. Überspringen ist auch nicht wohl ganz sinnvoll, ne? Nicht mein Alter. So. Jo, genau. Das hat gefürchtet. Gut. Hoffen wir, dass es einigermaßen gut geht. Eine Zeit lang. Gehen wir gleich Wasser. Dann Futter. Das machen wir morgen. So. Jetzt kriegen die auch gleich Wasser. Obwohl die eigentlich reichlich haben. Die sind trocken aus. So, unser Misthaufen hier wächst. Die männlichen Bollen geben mehr Mist. So, putzen.
sind aber nur 10, ne? Das habe ich gedacht. Trotz mal fix. Wer geputzt? Hier ist nichts zu sehen. Jetzt fahren wir auch mal durch. Jetzt fahren wir unseren Milchkuhstall. Tausend, 5000. Ist die Anzeige noch nie aufgefallen. Bei Symbol kommen die Lage aufkippen. Auch schon da. Ich habe mal einen Fehler gemacht und hatte das Gerät auf dem Fleck stehen lassen. Ich kam gar nicht mehr gut weg, weil das hebt sich unten, ne? Dann fahren wir das Ding hoch und dann fahren wir zurück in die Halle vom Milchkuhstall. So. Welche Krähen hier? Und da muss noch Platz haben. Hauptsache, ich komme noch raus. So. Machen wir mal einen Flieger. Ein bisschen Scheiß fehlt. Dann klappen wir ein und fahren zum Hof. Wie gesagt, Dünger hat nicht gereicht. Jetzt fahren wir mal zurück in Alttempo und dann holen wir Dünger und Saatgut. Muss man eigentlich so einen Überladewagen kaufen. Für die Aussaat. Würde Sinn machen, ne? Überladewagen. Anneburger zum Beispiel. Der kann ja beides laden, also Dünger und Saatgut. Der hat ja getrennte Kammern. Wir fahren mal nochmal zurück und dann gehen wir weiter. Ja, ich glaube, Gras mähen nochmal wird können wir vergessen. Das wird nicht mehr wachsen. Also werden wir uns dann wohl oder übel mit dem Gedanken spielen. Aussaat. Womit können wir auch am Mais nicht ja machen, ne? Körnermais. Dann können wir in aller Ruhe im Frühjahr aussehen. Oder im Frühjahr noch einmal Gras mähen und dann nachher Körnermais aussehen und dann späten Herbst notfalls Silage machen, ne? Wenn die vor die neue Karte kommt. Das kann natürlich auch sein. Aber wie gesagt, dann mal abwarten. Denn mit wenn neue Gebäude kommen an anderer Stelle, dann
wird sich ein Neustart der Karte nicht vermeiden lassen, weil auch das Ganze mit Terraforming, was ich gemacht habe, dann auch nicht so passen würde. Also ein bisschen umdenken. Aber die Fläche schon, naja, für neue Karte ist auch egal. Aber wenn wir früher dann Aussaat machen würden, Mais, dann wäre es schon voll gedüngt. Also von daher wäre das nicht ganz so dramatisch. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Karte noch nicht so bald kommt. Und deswegen müssen wir auch planen für nächstes Jahr mit der Aussaat. Jetzt mit Weizen und später mit noch Gerste. Und die Flächen, wo jetzt Weizen war und Hafer, da kommt dann Raps rein. Jetzt ist Mais zu weit weg vom Hof wegfahren, ne? Vorbeigefahren. Tanken müssen wir nicht. Dann machen wir die kleine Runde hier vorne, möglichst vom Rohr noch weg. Und dann holen wir uns das Saatgut und Dünger. Dichter ranfahren. Noch dichter ran. Da sind wir. Dünger geht daneben, aber gut. Sieht nur so aus. Ging doch rein. Dichter ranfahren kann ich bald gar nicht. Da passt es genau. So, gut. Drin, ja, wenn wir früh zum Aussaat gehen, ne? Dann geht zurück zum Feld, ne? Ein paar Meter waren ja noch. Und da auf 14 gehen, Einstellung her. Na ja, gut. War ein Versuch mit 13. Ja, das ist Frage Nummer 2. Montag, oh je, Montag. Wieder früh aufstehen. Oh, aber morgen immer Sonntag. Muss ich dran denken, ne? Sonntag volles Programm, bearbeiten. Und hochladen. Ja, der Herbst ist da. Mal sehen, ob das ja Schnee kommt. Im Winter haben wir dann viel Holz. Rein rechnerisch, also rein theoretisch. Und Tiere versorgen. Die brauchen ja mehr. Das ist die Sonnenblumen. Und nur warten, bis es trocken wird. Dann kalt. Kriegen wir nicht mit jetzt. Voll. Und trockene Stellen hier. Eine Dürre hat da mit dem Wachstum zu tun. Ich bin also schon. X ausklappen. Wir müssen noch Milch verkaufen. Milch. Hafer. Dann mal gleich den Mist zum BGH. Und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir das passt. Gut, wir brauchen noch ein bisschen. Noch Minuten. So lange brauchen wir nicht. So, liebe Schauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein.
Ihr sagt mal schön Dank fürs Reinschauen. Dann sagen wir tschüss und winke winke und auch schönen Dank für jeden Like, ne? Und Abo und so, ne? Wisst ja, ne? Immer gerne gesehen. Alles kostenlos. Dann tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Ne? Tschüss.